The Germans on Tour. Bahamas Edition. Am nächsten Morgen lungern ein paar Mini-Haie am Boot rum. Reine Provokation. Es ist Zeit für eine Ansage. Schön mit der Haie mal kurz. Vor diesen Hafenbeckenschmarotzern habe ich bestimmt keine Angst. Hi, hi, up in the sky. Sie wissen genau, dass ich sie angeln will, sind aber zu feige anzubeißen. Ich will den Chef sprechen. Typisch. Kaum bin ich im Wasser, verstecken sie sich. Doch wie aus dem Nichts erscheint der Chef persönlich. Er stellt sich höflich als Streichelhai vor und berichtet devot, wie groß seine Angst vor Haijägern ist. Zu meiner Überraschung outet er sich als großer The Germans-Fan. Er hat noch keine Folge verpasst und fragt mich nach einem Selfie. Das geht natürlich runter wie Omega-3-Fischöl. Der Hai nutzt die positive Stimmung und bietet mir einen Deal an. Er lässt sich streicheln und ich kann allen erzählen, dass ich ihn gefangen habe. Denn es gilt die Regel, weißer Hai, Hammerhai, Streichelhai, völlig egal. Es muss nicht immer die Angelrute sein. Auch mit Diplomatie und Zärtlichkeit kann man ans Ziel kommen, lehrt mich der weise Hai. Trittbrettfahrer Fabi wird per Kurzberührung ebenfalls zum Haifänger und ist unglaublich stolz. Der Hai und ich plaudern noch bis in die Abendstunden. Er ist jetzt auch The Germans Follower auf Facebook. The Germans on Tour. Funk und Verführung. Hält die Gypsy Spirit dem Sturm der Liebe stand? Find out in the next episode. The Germans on Tour. Bahamas Edition.